Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Okay. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht. Was ist ein Spind? Nein! Es geht Spind! Hinhocken. Oh, Gottes Willen, ey! Leute! Was hat mich hier eingelassen? Mann! Finden Sie Dr. Morleys Schlüsselkarte. Schau mal, hier drin. Hier drin anscheinend. Da, wo ich gerade weggerannt bin. Könnte Sachen im Baumenü vormerken und Platz im Inventar zukommen. Ja, da hast du recht. Ich bin bloß gerade so ein bisschen skeptisch, irgendwie, ob ich nicht jetzt voll jetzt ein paar auf den Sack bekomme, während ich jetzt hier lustig irgendwie, ach, da wird mal ein bisschen Schrott mit Bindemittel zusammenkleben. Die EMP-Mine. Ich will tatsächlich noch einen Sensor haben, irgendwie, damit ich mal so eine EMP-Mine bauen kann. Aber tatsächlich können wir nochmal schnell ein Medikit bauen. Da brauchen wir keinen Sensor für. Aber ist ja Quatsch, ist ja, genau, hätte ja genau das jetzt gerade mal machen können, was du gerade gesagt hast, Jojo. Hey, mal. Schon mal vorbasteln. Du bist halt ein Genie! So. Ja, genau, und am besten noch jetzt hier so eine Lensflare anmachen. Oh, oh, nein, nicht rennen, nicht rennen. Nicht rennen. Cool bleiben. Hinhocken. Beten. Benutzerfass aus dem Inventar. Also ich hab den Geräuschmacher, ich hab eine Rauchgranate, eine Blendgranate. Ich denke, eine Blendgranate, da braucht mit dem Alien ja nie anfangen. Tatsächlich wäre das aber was, wo ich einfach mal sagen kann. Also ich glaube, wie war denn das in den Filmen? Die jagen ja nicht auf Sicht, ne? Die jagen doch auf Ortung? Oder wie... Okay, er kommt. Geräuschmacher irgendwo hinwerfen und gucken. Ja, hast du recht. Problem ist aber, dass er jetzt im unmittelbaren Umkreis dieses Geräuschmachers wäre, irgendwie. Also die Idee an sich ist gut, Vater. Mit dem Mutchen, wie es so schön heißt. Okay, alles. Oh, 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 okay. Musik schwillt an. Mehr Versteckung. Egal wo, in welchem Spiel du dich im Spind versteckst, kann man das nicht alleine machen? Muss man nicht immer so bam, auf zu, irgendwie am besten noch rütteln? Okay. Kommt der schon wieder? Hat der schon wieder angeschissen? Reagiert er tatsächlich auf die Lautstärke von dem Spind, auf das Öffnen? Das Öffnungsgeräusch? So, also. Sorry, dass ich hier so ein Schisser bin, wa? Aber das ist, das ist wie das. Das ist eh. Wir spielen hier halt kein Mario Kart. Ich höre schon Steves männliche Schreie, wenn das eh in den Spind aufreißt. Ja, dann ist auch der. Dann ist auch alles vorbei, glaube ich. Können wir uns irgendwie wehren? Irgendwie gibt es halt irgendwie so ein Defense-Move gegen das eh, dass man nochmal irgendwie sagen kann: Ema, kannst du dich noch verpissen? Oder, Lautstärke und die Dramatik der Musik. Ja, Flammenwerfer. Das ist geil.
geiler Defense-Move irgendwie. Flammenwerfer bei einem Vieh, was Säure als Blut hat. So, okay, er ist weg. So, lass uns mal kurz gucken, irgendwie. Muss ich jetzt wirklich... Wo ist denn hier irgendwo die Schlüssel? Stick. Nee, Morley war tatsächlich in diesen drei Räumen drin. Morley. Untersuchen Sie die Räume auf der Dr. Morleys Räume. Das darf nicht wahr sein, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Kommen wir hier runter? Denn jetzt bitte diese Untersuchungsräume? Okay. Hier wollen wir reinkommen. Ach, jetzt können wir. Ach, guck mal. In so einem kleinen Schrank können wir uns auch verstecken. Revolvermunition, ja, das wird uns hier umspringen. Gar nichts. Vor uns. Wo sind denn diese Räume? Oh Gott, hier. Echt jetzt? Echt jetzt? Dieses Riesenareal? Untersuchen Sie die Räume, auf denen auf Dr. Morleys Rundgang. Ey, bitte, Leute, das schaff ich doch nicht. Das kriegt mich doch. No way. Gut. Direkt um die Ecke. Ich hab mich jetzt hier richtig eingekesselt. Komm ich ja nicht mehr weg. Zwei Stunden einfach hier in diesem Lüftungsschacht abgegammelt, Alter. Mega Stream. Ach Gott, nee. Also, ich komme hier raus. Oh, warte mal, wo geht's denn hier eigentlich hin? Taschenlampe? Ah, hier drückt halt. Mach es einfach los. Okay. Oh, Moment. Geht's nach oben? Wait. Irgendwann geht das eben bestimmt schlafen. Ah, weiß ich nicht. Meinst du? Kannst mir nicht vorstellen. So. Aber irgendwie werden wir tatsächlich mal den Vorschlag von Vater mal machen. Und zwar hier mit dem Geräuschmacher. Das ist einfach irgendwo hinlocken. Was ist denn das jetzt? Über mir? Als wenn eine Lüftungsschicht drin ist. Leiter. Okay, jetzt nicht rennen. Schön entspannt laufen.
keinen Lärm machen. So eine Karte ziehen. Nehmen wir uns mal schnell. Oh Gottes Willen. Mein armes Herz. Ah, Mist. Eine Ausweiskarte. So, Neuverkabelung. Was können wir denn jetzt hier machen? Können wir vielleicht das Licht mal ausmachen oder irgendwas, was uns hilft? Luftreinigung. Wunderbar. Okay, gut. Probieren wir es einfach. Schön, ich sehe auch nichts mehr. Wunderbar. Das ist geil. Das ist schön. Jetzt auch nicht auf die Raumnummer tatsächlich geguckt. Tatsächlich scheint sich das Alien jetzt erstmal kurz verkrümelt zu haben. Mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Also, A26 war, glaube ich, A29. Ich würde ja nochmal irgendwo speichern. Also er ist im Lüftungsschacht. Auf jeden Fall drin. A29, hier war. Okay. Würde sagen. Schlüsselkarte. Jawohl, wir haben es. Wir haben die Schlüsselkarte. Nee, würde ich jetzt nicht drücken wollen. Was ist denn das? Open. Open und close. Hey, Toilette. Na ja, komm mal. Oh, bitte nicht, Schnell mal die Neuverkabelung gucken. Oh, können wir hier noch irgendwas machen? Luftreinigung. Machen wir weg. Zack. Sehr gut. Ich stelle mich mal ganz kurz in den Spind und ich schau mal kurz, wenn ich. Mach doch mal ein bisschen leiser diese Spindtür zu, ey. Und guck mal kurz, wo wir jetzt hin müssen, tatsächlich. Da müssen wir hin. Hier vorne. Dieser ganze Weg. Weiß ich nicht. Gott. Ja, drück die Daumen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen tatsächlich irgendwie. Und wenn uns das Alien jetzt kriegt, dann lädt er den letzten Speicherstand oder was? Ey, der war vor Ewigkeit. Wieder rein in den Spind. Ist das Alien jetzt schon wieder draußen? Wenn wir jetzt die Schlüsselkarte haben, irgendwie ist jetzt wieder so eine Sequenz getriggert, wo er nicht in den Schächten ist, sondern draußen? Das wäre schlimm. Würde nicht gut finden. Vielleicht geht das. Direkt vor der Tür.
Ey, sorry Leute, das ist jetzt wahrscheinlich für euch überhaupt nicht spannend irgendwie, dass ich jetzt die ganze Zeit in diesem Spind hier abschimmel irgendwie, aber... Das darf nicht wahr sein. Scheiße, los, komm, lass mich. Oh! Nein! Nein, das hat mich gekriegt, so ein Mann, ey. Nein! Oh, ist das undankbar. Finde Mordys Büro. Oh, ist das Mist. Ist das... Ach, komm, ey, Leute. Ein coolerer Checkpoint wäre schon geil gewesen, ey. Okay, Stand, wie wir vorhin waren. Kehren Sie zu Coolman zurück. Lass uns kurz bitte schauen, irgendwie. Es gibt... nicht viele Möglichkeiten, irgendwie. Heißt, wenn hier das Ehen ist, irgendwie ist, sind wir am Arsch. Da kommen wir auch nicht mehr weg, irgendwie. Hier vorne komme ich nicht durch. Ich kann also nicht hier oben lang gehen. Hier war noch der Lüftungsschacht. Aber wir haben gesehen, da kuschelt sich das Ehen ebenfalls drin. Da waren mehrere Lüftungsschächte, oder? Die Frage ist, wo gehen die hin, irgendwie? Also, da war noch irgendwas, irgendwie, dass man nach oben konnte. Tatsächlich würde ich auch gerne mal versuchen, irgendwie zum Speicherpunkt zu kommen, dass man wenigstens ab dem Punkt erstmal saved irgendwie. Das wäre schon, dass wenn wir failen irgendwie, oder wenn ich faile irgendwie, dass wir halt jetzt nicht diesen kompletten Lauf wieder machen müssen. Das ist ja abartig, ey. Als wenn es wirklich nur darauf wartet. Das hört sich jetzt aber an, als wenn es im Lüftungsschacht ist. Bitte. Mit ganz viel Zucker oben drauf. Oh. So, okay, wenn ich jetzt hier rüberkomme, bitte ohne Alien irgendwie, dann kann ich hier wenigstens erstmal speichern. Das wäre schon mal echt das... Oh, das würde ich einfach super finden. Yes! Oh! Und jetzt zack, ihn. Auf dem Radar sieht das oben manchmal ein dicker Streifen. Er zeigt der nächste Ziel an. Ah, danke, Vater. Das ist ein guter Tipp. So, lass mich mal kurz gucken. Was ist das jetzt hier noch? Noch irgendwie ein Device oder was war das doch, ne? Gerät, Werkzeug, Waffe. Oh nein. Ja, okay, gut, wir haben jetzt gespeichert. Ich würde riskieren, nochmal kurz dahin zu gehen. Irgendwie ist es gleich im Nebenraum. Vielleicht mache ich noch einen Kassettenrekorder an, irgendwie, damit das Ehen eingeloggt wird. Bin ich eigentlich nur bescheuert oder was? Also manchmal denke ich so stief. Achso, ah, okay, alles klar. Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Angesichts der Eisenlage auf der Station.
Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet wird. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Hier hinten mussten wir hinten. Kann man nur mit der Schlüsselkarte rum oder was? Ende. Oder? Hier, irgendwo war noch eine Tür, wo man nur mit Schlüsselkarte reingekommen ist. Aber hey, hey, wir sind zurück. We're back. Verdammt, Coolman. Sie wussten, dass dieses Ding hier ist. Das ist unfair. Yes. Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode. 1702. Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen. Natürlich, natürlich. Versprochen ist versprochen. Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. Ja, was für ein Rumjahr, was davon so lange gebraucht habe, geht doch schnell. Es geht doch schnell. Ach. So. Nun mach Link. So, ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Na dann los, mach. Nur wieder rüber, oder was? Mach hin. Oh! Oh! Oh Gott! Oh nein! Ja, cool, Mann. Das war's dann, mein Freund. Oh Gott, ist es hier? Ist es hier? Schlüsselkarte. Oh! So, nun, push the button, push the button, push the button! Oh, Wahnsinn, Alter, ey, das Spiel nimmt mich wirklich, wirklich mit. Das ist echt heftig. Oh. Ey, und Dave spielt mit VR. Wie krass ist der Typ, Alter? Wie krass ist der Typ? Safe. So, zack. So, okay, alles klar. Da, okay, er ist in den Lüftungsschächten. Ich glaube, wenn er nur in den Lüftungsschächten ist, irgendwie haben wir nicht unmittelbar ein Problem. Erst, ich glaube, wenn wir ihn so stampfend laufen hören irgendwie, dann können wir schon mal unser Grab schaufeln. So, hier haben wir... Was? Komm nicht rein? Strom wiederherstellen, okay, alles klar. Irgendwo jetzt ein Gerät übersehen. So, okay. Ich probiere mal kurz. So, Gerät gebastelt. Kann man noch einen Geräuschermacher brauchen? Nee, kann man nicht. Rauchgranate. Kann ich denn hier den Strom anschalten, bitte? Ist hier in dem Panel? Nee. Wo ist das? Ein Elektroschocker. Scheiße. Hallo? Die Treiber. Dann ist das Elend jetzt erstmal satt, oder? Das ist ja das Problem. Das frisst ja nicht irgendwie. Das Elend frisst ja nicht. Bei Aliens ist es halt so, tatsächlich, die schleppen dich irgendwo hin, spinnen dich da ein, irgendwie, mit irgendeinem Sekret, schaffen dann so ein Alien-Ei ran. Oder meistens spinnen die dich schon in dieser Kammer, wo diese Eier stehen, ein, irgendwie, dass wenn diese Eier schlüpfen, dann kommen diese Facehugger raus. Jetzt mal ein kleines 1x1 der Alien-Chronologie hier. Die befruchten dann den Wirt, der eingesponnen ist, und dann bricht hier quasi aus der Brust, sehr stilistisch, ein neues Alien hervor. Oh, das ist so quasi der evolutionäre Gang bei Aliens. So, okay, gut. Aber erstmal Computer an. Warte, speichern, ja? Gleich. So, wichtig. Marshall-Untersuchung. Crank.
Ich muss mit dir reden. Ich habe hier eine Leiche, die zum Marshall-Fall gehört. Weiblich, Ende 30, Brustwunde. Ich habe keine Ahnung, wie lange Marshall Waits sie da oben behalten will, aber es ist eine ziemlich heikle Situation. Ich werde ihre Diskretion benötigen. Ich werde auch ihr Vertrauen in diese Angelegenheit brauchen. Kommen Sie in mein Büro. Lingard, medizinische Offizierin. So, Umweltkontrolle. Frank, Ihre Bedenken bezüglich der Schließung von San Cristobal wurde notiert. Ich versichere Ihnen jedoch, dass die Evakuierung hundertprozentig nötig und nur vorübergehend ist. Meine Priorität ist das Wohlergehen der Lebenden. Sie scheinen sich mehr um die Toten zu kümmern. Wenn Sie sich um Energieschwankungen, die Temperatur in der Leichenhalle und den Zustand der Leichen sorgen, passen Sie das Kühlmittelsystem an. Verschwinden Sie einfach so schnell wie möglich. Lingard. Kühlsystem aktivieren. Okay. Kühlsystem aktiviert. Oh, okay, alles klar. Okay, Kammer wird kalt. Schnarrendes Geräusch nicht gut, aber. Ich hoffe, das lockt jetzt nicht das Ehren. Ich kann jetzt nicht weiter nehmen. Okay, hier fehlt was. Ja, verstehe. Na gut. Dann schauen wir mal, ist jetzt der Strom wieder an? Nee. Aber ich komme in die Kamera. Alles klar. Wahrscheinlich, weil wir sie jetzt runtergekühlt haben. Oh nein. Gut. Dead bodies everywhere. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, okay, dann sammeln. Und die nehmen wir mal mit rüber. Dann setzen wir die da ein und können auch die andere Kühlkammer quasi wieder runterkühlen. Und dann speichern. So, okay. Ah, da drüben haben wir quasi Elektrogerät. Den wir wieder gleich umstellen können. So, der ist jetzt. Speicher erst. Vater, du hast mich jetzt ein bisschen beängstigt mit deinem Speicher. So, okay. Beat goes on. Oh, bitte. Tatsächlich wären menschliche Gegner jetzt mal wieder ein bisschen, würde mich tatsächlich mehr beruhigen. So, warum, was soll ich jetzt hier drin? Was bringt mir das? Warum bin ich jetzt hier? Warum konnte ich jetzt... Also, neue Verkabelung? Ach, damit wir wahrscheinlich den Strom wieder anschalten können. Ah, okay, alles klar. So, Schachzugang aktiviert. Samuels, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Viel Glück, Ripley. Beeilen Sie sich. Die sind doch alle immer so dermaßen tiefenentspannt am Funk, ja? Oh, wie? Ist das im Schacht? No! Wie denn das? Was zum... Na, ja, spring doch jetzt hier nicht runter. Ich bin doch nicht bescheuert. Hat doch gerade das Elend durch die Wand gebackt. Hey. Mann, du hast da auch ein Glück. Ja, im. Okay, es ist... Er hat mich gesehen, Mann. Ja, okay, also, ja. Da habe ich jetzt nicht so viel Spielraum gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gott sei Dank, Vater, haben wir gespeichert. Danke für den Tipp nochmal.